das ist ja perfekt gelaufen. Gratuliere. Ich habe mit der Stadtverwaltung gesprochen. Sie wollen, dass wir mit der Firma expandieren. Ein paar neue Leute einstellen, neue Busse anschaffen. Für unsere Bemühungen haben sie eine Provision angeboten und die Genehmigung erteilt, das Streckennetz auf die gesamte Region nördlich des Stadtzentrums auszuweiten. Klingt gut, oder? Wenn wir unser Ziel erreichen wollen, sollten wir langsam neue Busse kaufen. Auf in den Busladen. Da sollte eine kleine Auswahl zur Verfügung stehen. Ja, eine kleine Auswahl, die ist natürlich klar, dass die da ist. Und damit begrüße ich euch natürlich hier zu einem neuen Part von, wer hätte es gedacht, Bus Simulator 18 eigentlich. Nicht nur eigentlich, es ist Bus Simulator 18. Und wir können uns keinen neuen Bus leisten, das hätte ich mir jetzt gedacht. Eigentlich wollte ich ja das nicht in der Aufnahme machen, aber Leute, scheiß drauf. Natürlich nehmen wir uns hier vor und wir starten diese Fahrt natürlich wieder mit unserem schönen Zetra. Machen wir natürlich am Tage und umgekehrte Strecke machen wir an. Ja, können wir mal ein bisschen andersrum fahren und wir starten die Fahrt. Es gab wieder ein Update und ich bin mal gespannt, was da passiert. Ich weiß echt die Steuerung. Halleluja, ich hatte jetzt nur eine Woche Urlaub gehabt. Okay, also grafikmäßig würde ich sagen, hat sich schon ein bisschen was geändert. Sieht schon besser aus als letztes Mal. Stellen wir einmal wieder ein. Okay, so, dann gucken wir mal. Die 1, dann war... Wie war Motor starten? Das ist das Problem, wenn man... Ah, hier. P. Wie ist so Parkbremse? Da. Alter, Leute. Und da hat man nur eine kurze Zeit nicht gespielt. Fahrerfenster, Blinke, Rampe. Fernlicht. Och, du heilige Macaroni. Ist man hier über vordere Tür, hintere Tür? Ah, I. Halleluja. Halt. Passagierabteil und dann mal Führerstand außen. Wir machen die Automatenbeleuchtung an. Und dann können wir natürlich unsere Fahrt beginnen. Natürlich um zu wissen. Ah, da war der Blinker, okay. Ja, also wie gesagt, lange Zeit nicht mehr gespielt oder gefühlt lange Zeit nicht mehr gespielt. Und die Steuerung, ja, ist auch egal, ob das hier jemand guckt oder nicht. Geh mal hier ran. Was war denn die Rampe? War die G? Ich hoffe es mal. Oder wir haben einfach dieses Mal Glück und haben keinen Behinderten dabei. Guten Tag, alle miteinander. Eine Fahrkarte, bitte. Jo, eine Tageskarte, Standard drucken. Danke. So. Die Leute halten, das ist sehr nett. Oh, Leute. Ich nehme heute gerade auf, wo ich morgen Nachtschicht habe. Oh, das war sogar gut rumgekommen, muss man sagen. Respekt. Ah, scheiße. Da war ich ein bisschen zu schnell drüber. Ich habe mir überlegt gehabt, vorhin gerade, ob ich mir nicht die Sims kaufe. Aber die Überlegung ist doch verschwunden gegangen. Weil ich natürlich nicht so viel Geld ausgeben möchte. Wow,
Perfekt gebacken und natürlich auch pünktlich. Ja, Sigi, machen wir natürlich sogar zwei. Oh, passend. Wollt ihr denn, dass ich los war oder was? Da war ein LKW. Da ist unser anderer Bus! Oh, das ist geil. Ist das geil, aber unser anderer Bus. Er hat schon seine Tour gemacht. Vielleicht ist er schon zurück, er macht nochmal eine Tour. Ich weiß es nicht. Jedenfalls geil. Ziemlich geil. Oh. Ich dachte mit 30 Sekunden nicht drüber fahren. Ja gut, dann habe ich natürlich was ganz doll verwechselt. Da will jemand aussteigen. Okay, das mag ich mir. Und ich weiß auch, wo der Kabelbruch meiner Kopfhörer sind. Ist. Ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt. Wir sind wieder hin und her spiele. Also wie jetzt. Mensch, haben wir Zeit. Ich hätte gerne ein paar Fragen. Einzelstanden. Okay, jetzt spinnt es wieder alles rum. Deswegen langsam wieder abkassieren. Danke. So, wir gingen 80. Hier, bitte. Hier, bitte. Wo hab ich hier Augen? Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Oh. 120, okay. Damit sind wir natürlich gerne zufrieden. Natürlich nicht schön, wenn eine ältere Frau so viel Geld ausgeben muss, nur weil sie verpeilt, sich eine Karte zu kaufen, aber naja, wie gesagt, man kann ja nichts dazu tun. So. Da mein letztes Video von dem Mäusern, wie auch gut ankommen, wer weiß. Da kommen wir wahrscheinlich in der nächsten Zeit auch mal noch ein Video. Ich muss mal gucken. Noch ein anderes Video. Ich lasse mir da irgendwas einfallen. Weil Real-Life-Sachen kommen mir allgemein immer besser an als die Gaming-Sachen. Ja, da gab es Minuspunkte, besser als die Personen uns fahren. Bin ich ehrlich, also scheiß auf die Minuspunkte. Hallo, ich habe Vorfahrt. Ja, weil die Bremse natürlich nicht ganz so nice ist. Was soll ich denn jetzt zu essen holen? Fast Food? Junk Food? Ich glaube, ich probiere mal Street. Ganz falsch geparkt. Wiedersehen. Schade, schade, schade. Also her... Wie oft wollen Sie die... Hab ich Ihnen schon gezeigt. Hey, wann? So. So, pünktlich abgefahren. Auch wenn ich nicht gerade pünktlich vor uns angekommen bin, aber... Es gibt Unfälle. Wie geil ist das denn bitte? Und das Sound hat sich glaube ich auch geändert, wenn man sich auf... Das hat sich irgendwie alles geändert, oder? Täuscht das? Das sieht allgemein besser aus, das Spiel. Ein Update und... Nice! Und ich bin zu spät. Ja, also... Im echten Leben ist es auch so, dass man mal zu spät ankommen kann. Aus, als ob sie mich durchlassen, das ist ja nett. Naja, Pünktlichkeit gibt es natürlich jetzt kein Pünktchen, aber da habe ich ja sowieso schon ein paar Züge. Ich war gestern viel zu lange im alten Sägewerk. Nee, hier gab es keinen Winter, okay. Master.
Das ist geil, wie das gemacht ist. Muss man schon sagen, ist schon geil. Naja gut, Pünktlichkeit gibt es eh hier keine Punkte mehr. Aber das ist mir egal. Oh ja, zum Glück ist es nicht abgeholt. Egal aus. Durchgegangen, das wäre mein Durchsatz gewesen. Ich hatte Mäuse im Hintergrund, der war schön. Also ich bin gerade von meinen Eltern nach Hause gekommen. So, also bin ich mal gespannt, wie viel Personen wir jetzt insgesamt transportiert haben. Bis dann! Och Mann! So. Mal kurz rausbringen, um reinzubinden. So, dann... Aussteigen. Da geht die Tür automatisch auf. Kapier ich bei diesem Bus nicht. Aber dann ist es so, ja, ein paar Minuspünktchen haben wir jetzt abrupt. Das haben wir da einmal. Hier haben wir plus 1, plus 1. Schwarzfahrer haben wir 2, okay. Das ist natürlich 120 für die Schwarz... Die Farbe, naja. Interessiert mich nicht ganz. Mich interessiert mehr, wie viele Leute haben wir jetzt transportiert. Wir haben 96 von 180. Also es dauert ein bisschen. Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt der Mensch Wort, das werde ich jetzt ein kleines bisschen alleine doch noch machen. Ciao, ciao.